Ich möchte noch etwas dazu sagen, wie wir mit Matchpoint kundenspezifische Benutzeroberflächen umsetzen und anhand einiger Kundenbeispiele aufzeigen, wie solche aussehen können. Das UI eines Intranets ist einer der wichtigsten Aspekte und ausschlaggebend für die Benutzerakzeptanz. Wir liefern dazu bereits eine gute Basis mit Matchpoint, denn wir haben bereits out of the box ein durchdachtes Interaction Design. Das heißt, es wurde bereits festgelegt, wie Funktionen zur Verfügung gestellt werden, wie der Benutzer eben die Bedienung am effizientesten gestalten kann. Und dadurch erreichen wir auch von Haus aus eine sehr gute User Experience. Das heißt, der Benutzer hat den Eindruck, dass das Produkt ihm leicht von der Hand geht, wenn er etwas darin tut, dass die Arbeiten, die er darin erledigen muss, effizient ausgeführt werden können und so weiter. Das hat noch nichts zu tun mit dem eigentlichen Design. Das legen wir dann eben da über diese User Experience drüber, und das Design, das lässt sich vollständig auf die Kundenbedürfnisse anpassen. Das betrifft vor allem die Gestaltung von Elementen, auch Farben ganz generell und Schriften und natürlich das Kundenlogo. Dabei sind mehrere Ansätze möglich. Es gibt einen, sagen wir, leichtgewichtigen Ansatz, indem man sagt, dass man sehr nah an der Out-of-the-Box-Variante des Designs bleiben möchte. Dann übernehmen wir das Logo und die Farben, allenfalls auch die Schriften ihres spezifischen CIs und passen dann diese Parameter im Intranet an. Das ist sehr schnell gemacht, hat einen ziemlich großen Effekt und ist mit kleinem Aufwand verbunden. So der Mittelweg wäre, die individuelle Gestaltung von Seitenlayouts noch hinzuzunehmen. Natürlich würden wir auch da die Farben und das Logo austauschen, und man würde eben noch maßgeschneiderte Seitenlayouts für die Inhalte machen, also zum Beispiel die Darstellung von News. Und wenn man es dann ganz eigenständig haben möchte, dann können wir ein komplettes Custom Design entweder in Zusammenarbeit mit dem Kunden direkt oder mit einer Webagentur erarbeiten und das dann pixelgenau umsetzen. Die Aufwände dafür sind entsprechend höher. Das hat dann auch wieder weniger mit Matchpoint zu tun, sondern vielmehr mit SharePoint, und da ist jedes Produkt eigentlich gleich. Das heißt, die Aufwände sind vergleichbar, wenn man ein solches eigenständiges Design haben möchte. Wir bringen für die Umsetzung eines solchen Designs eine gute Voraussetzung mit, denn wir haben sogenannte Item Templates in Matchpoint. Das sind Vorlagen pro Inhaltstyp, wie dieser dargestellt werden soll. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine News als Kachel darstellen, und in der Kachel ist dann definiert, welche Inhalte der News ich sehe, zum Beispiel den Titel, das Datum, vielleicht die Anzahl Kommentare und Likes. Eventuell kann das auch noch der Autor sein oder ein Abstract. Und wenn ich dann dieses Item-Template mit der Datenquelle befülle, dann sieht man das Resultat hier unten rechts. Es wird automatisch das richtige Template verwendet, je nach Inhalt, der dann daherkommt. Das nutzen wir, um eben auch eigenständige Designs umzusetzen, denn jedes von dieser Item-Templates kann in einem kundenspezifischen Design ausgeführt werden. Es wird dann in einen Container gebracht, ein sogenanntes Webpart, ein Composite Webpart, das die Inhalte darstellt, und das kann wiederum mit einem Formular Webpart kombiniert werden, um auch noch funktionale Elemente in einem solchen Inhaltsbereich unterzubringen. Es ist also alles sehr modular aufgebaut, und für jedes Element kann eben das Design angepasst werden. Das heißt, ich passe das Design einmal an für ein Item-Template, und dann verhalten sich alle Inhalte entsprechend so. Das führt dann auch dazu, dass ganze Seiten, die vielleicht mit unterschiedlichen, auf den ersten Blick unterschiedlichen Layouts gefüllt werden, eigentlich aus den gleichen Komponenten bestehen. Also hier sieht man unterschiedliche Darstellungen von Inhalten.
Zu oberst haben wir eine sehr großzügige Darstellung und unten sind dann kleinere, kompaktere News. Es ist aber jedes Mal ist es das gleiche Webpart, es ist auch die gleiche Quelle, es ist nur ein anderer Filter und es ist eben ein anderes Item-Template gewählt worden. Das ist sehr wichtig, auch im Unterhalt einer solchen Seite, dass das effizient gestaltet werden kann. Da ist dieser modulare Aufbau von großer Bedeutung. Wie sowas dann aussehen kann, sehen wir hier an diesem Beispiel. Wir haben eine Designvorgabe, also das ist nicht die fertige Lösung, sondern das ist jetzt das, was von der Agentur gekommen ist. Und natürlich wurde dann im Projekt noch gewisse Anpassungen daran gemacht. Man hat sich dann zum Beispiel für ein anderes Menü entschieden vom Typ und hat auch noch ein paar Details geändert. Aber im Grunde genommen sieht dann das Resultat schon sehr, sehr ähnlich aus und es ist auch möglich, das alles, was in der Vorgabe ist, eben pixelgenau umzusetzen. Das kann dann auch in anderen Elementen entsprechend Einzug halten, also beispielsweise bei der Umsetzung einer Navigation. Das ist das Design und wir überlagern dann das eigentlich mit unserer Standardkomponente, um das Styling mit der Funktionalität zu kombinieren. Das gleiche auch, wenn wir jetzt so ein Mockup haben von einer Seite vom Kunden, der eigentlich bestimmt, welche Elemente will er darauf haben, dann überlagern wir das mit den mit den funktionalen Elementen von Matchpoint, beispielsweise hier, um Personen darzustellen. Diese Elemente, die gibt es schon. Das Einzige, was jetzt noch zu tun bleibt, ist dann, das Design drüber zu legen und das genau im Styling eben des Kunden darzustellen. Endresultate können dann so aussehen oder so oder so oder auch so. Also ganz unterschiedlich und wirklich auf die Wünsche des Kunden angepasst.